Oh nee! Oh Gott sei Dank. Ah! Und damit ein herzliches Willkommen an alle meine Player, gerne und Hipster da draußen. Zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's mit mir, den Thomas und Player Gallon. Und ich würde mal sagen, wir drücken auf Continue, um die vierte Nacht zu starten. In der letzten Nacht, ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, in die vierte Nacht zu kommen bis 5 Uhr. Aber dann hatten wir keine Batterieladung mehr. Ich habe riskiert, ich habe alles oder nichts gemacht und leider verloren. Freddy hatte uns getötet und scheiße, ist das jetzt auf dem Kopfhörern laut. Egal. Und direkt sind die Viecher schon unterwegs gewesen. Jetzt ist auch mein Kopfhörer leiser geworden, okay. Wen juckt's? So. Der Fritze ruft mich ja jetzt an und wird ja umgebracht, was mir irgendwie wundert. Oh, ja, komm, am Arsch. Ich habe ihn 3 Sekunden nicht beobachtet und schon will er Aufmerksamkeit. Saccarino. Ja, und schon klopft er. Achso, das ist bei ihm. Jo. What? Ja, alle unterwegs, logisch. Wahrscheinlich, da ist die Ente, da ist... Keine Ahnung mehr. Ich würde sagen, wir warten bis in 92% schon. Beziehungsweise nur noch. Ich soll lieber rechts nachgucken, denn... Ich fühle mich irgendwie beobachtet in diesem Spiel. Was, glaube ich, die meisten auf... Ach, das... Oh Junge, ich denke mal, dass bei mir in der Nähe vom Office, wenn der Telefonfritze da redet und bei seinem Geklopfe, aber... Ficke, facke Kuchen, Alter. Foxy, so Fox, seht ihn euch an. Das sieht überhaupt nicht gut aus, wenn er schon so weit außen ist. Oh, ficke Facke. Jo, wahrscheinlich, der ist schon hier. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Wir müssen aufpassen und auf die Geräusche hören. Und auf Foxy, so Fox aufpassen. Er chillt ja gerade eine Runde außerhalb seiner Bühne. Fucking Freddy ist am Lachen. Das ist richtig creepy, wenn er lacht. Oh, bitte, bitte bleib doch da. Ich hasse es, wenn der Fox... Foxy, so Fox da... Fickende Kinder. Was war das? Oh, ich hasse es hier, diese ganzen Geräusche, die man nicht identifizieren kann und... Pfiuh. Hört ihr das? Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Spielt das gerade in meiner Fantasie oder ist das wirklich da? Oh, Scheibenkleister ist das. Scheiße, creepy, Mann. Come on, Baby. Come on. Oh, hör doch auf mit dieser beschissenen kindischen Musik. Ich muss sagen... 2, 3 habe ich gespielt. 1 noch nicht. Ich kann jetzt sagen, 1 ist meiner Meinung nach das gruseligste. 2 ist am besten von der Steuerung her und 3, da ist die Atmosphäre am besten. Ich habe ja gesagt, dass wir auch irgendwann, ja, alles streamen werden. Wir haben auch schon ein schönes Projekt für den Sommer geplant. Was heißt hier Projekt? Eher ein Stream. Aber da gibt es eine Besonderheit an dem Stream, aber ich werde euch das nochmal genauer erklären, wenn die Sommerferien begonnen haben. Ja, zumindest in den meisten Bundesländern. Boah, Scheibenkleister! Fickende Facke, fick Fukukukuku. Da! Oh, ey. Dann immer mit der Maus zu zielen, dass man die Tür rechtzeitig zumacht, ist auch immer schrecklich. Geh weg! Geh da weg! Foxy aufpassen! Und hör auf zu klopfen, meine Güte. Du siehst doch, dass ich die Tür zugemacht habe. Und Freddy, hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Ich mag das Lachen nicht. Ist gruselig. Freddy und die Ente kommen von rechts. Der Hase und Foxy von links. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Finde ich echt nett, wenn sich wirklich welche für das Spiel interessieren. Und mir Kommentare geben, da ich wirklich nicht der Beste in dem Spiel bin. Aber bis nach 4-5 Uhr sind wir ja gekommen. Ist noch... Ja, steigerbar. Oh, nee. Oh, Gott sei Dank. Ah! Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Habt ihr Foxy laufen sehen? Habt ihr ihn laufen sehen? Scheiße, war das creepy.
Okay, ist wieder da drin. Wäre nett. Na, ja, wohl auch Zeit, dass du mal verschwindest, meine Güte. Hat er auch geschnallt? Alter, was ist das? Ab! Oi, meine Güte, was war das denn für eine creepige Shit-Scheiße, Alter? Oh, 3 Uhr morgens, 44%. Das sieht nicht besonders knorke aus, aber wir müssen es schaffen. Junge, 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 Alter, erschreck mich nicht so. Saccharino. What the? Ist das Freddy? Ist das Freddy? Ist das Freddy? War das Freddy? War das Freddy? Ist das Freddy? Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ich weiß nicht. Sieht man ihn, wenn er da ist? Oder. Wie fickt er unser Leben? Oh, Junge. Geh weg. Ich hab nicht mehr viel Prozente. 20% habe ich schon in dieser Nacht verbraucht. Das ist extrem heftig. Und ich bin mir sicher, dass ich es nicht schaffen werde diese Nacht. Oh, geh doch weg. Oh, Foxy ist auch schon bald wieder unterwegs. Was soll man eigentlich tun, wenn er in die Kamera guckt? Wenn jemand von euch zufällig Bescheid weiß, was man tun soll, wenn er da in die Kamera guckt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Denn der Typ macht mir langsam Angst. Wir müssen weniger nutzen. Viel weniger. Wir müssen ihn auch im Auge behalten. Ich weiß nicht, wieso er die ganze Zeit in die Kamera guckt, aber es ist scheiße creepy. Okay. Oh, wer klopft hier schon wieder? Meine Güte. Oh no! Oh, Freddy! Okay, fassen wir zusammen, was da gerade passiert ist. Der Fuchs kam, ich wollte die Tür zumachen, ich habe einmal weggeguckt und Freddy hat mich dann gekillt. Puh. Nächster Versuch, würde ich sagen. Ich brauche Tipps von euch, ich brauche Tipps. Das schaffe ich das Spiel wieder wahrscheinlich nicht. Five Nights at Freddy's 3 haben wir geschafft, die fünfte Nacht, Nightmare Mode haben wir angetestet, aber das war ja noch in meinem Gammel-Notebook. Wo die FPS-Zahl noch 15 betrug und die jetzige FPS-Zahl ist knackige 60, was auch das Maximum momentan ist, und das ist mega geil, und da stimmt mir sogar Freddy zu. Ach, Foxy aufpassen. Wir müssen immer auf Foxy aufpassen, denn der kam letztens wieder angelaufen. Was heißt die letztens? Das war vor einer Minute. Egal. Alles Hater. Da, 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 da. Die Ente ist schon unterwegs. Aber kann nicht sein, dass die Bonn schon in der Nähe ist. Glaube ich nicht. Ist unwahrscheinlich, dass sie schon bei uns in der Nähe ist. Da, da. Ich will auf die Nase klicken. Ach ja. Ja, Freddy, hör bitte auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Ah, fickende Fickfax. Ich muss ganz viel Energie sparen. Ich habe schon in der letzten Nacht gemerkt, dass die Energie wirklich sehr schnell wegging. Insbesondere um 3 Uhr morgens, als Freddy hier noch stand und die Ente pöbeln wollte. Vielleicht weiß sie, dass ich Let's Plays mache und denkt, ich habe eine Verbindung mit Gronkh und Sarazar. Und die Ente will mich vielleicht fragen, ob sie mitmachen kann bei Let's Eat. Würde einiges erklären, auf jeden Fall. Ich glaube noch nicht, dass mich um diese Uhrzeit was attackiert, deswegen warten wir einfach nur ein bisschen und versuchen immer auf Foxy aufzupassen. Man muss immer auf der Kamera auf den aufpassen, sonst kommt der angerannt und fickt dein ganzes Leben. Foxy? Okay, Foxy ist noch da. Gucken mal. Oh, nein! Ich wollte dich doch gar nicht beobachten, Ente. Du bist nicht besonders schön und
Ich will dich nicht sehen, wenn du Kate Upton wärst oder ein anderes Victoria's Secrets Model, dann wärst du natürlich kein Problem, aber du bist nur eine hässliche Ente mit einem Let's Eat. Mit einer Let's Eat Schürze. Ist das Schürze oder ein Lätzchen? Ich glaube ein Lätzchen, oder? Lätzchen. My Fun Day Me, okay. Da, an der Wand sind gezeichnete Bilder von Kindern, beziehungsweise gemalte. Ist mir vorher nie richtig aufgefallen, denn ich meine, wenn man ein Horrorspiel spielt, achtet man eigentlich nicht so auf die Wand. Und was ist das dann? Ein Muffin mit Augen mit Augen? Okay. Läuft, würde ich sagen. Fickende Fickfax. Foxy beobachten. Foxy ist noch nicht draußen, was sehr gut ist um diese Uhrzeit. Der kam ja schon letzte Nacht ungefähr um diese Uhrzeit angewandt, aber der Hase hat ihn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte die Tür sowieso schon zu und deswegen läuft, würde ich sagen. Ich gönne mir auf jeden Fall. Ich wünschte, man könnte... Oh nein, Foxy guckt schon raus. Das ist nicht besonders pornös. Oh nein, der ist links, der Hase. Ich mag das gar nicht, wenn neben mir einer ist. Genau wie Freddy die ganze Zeit. Weißt du, er guckt 6 Milliarden Jahre da in die Kamera und... Ich bin Freddy. Oh nein! Fickende Fickfax. Oder ist das so vom Spiel vorgeschrieben, dass Foxy angelaufen kommen muss? Denn mir gefällt das nicht, dass er... Okay. Da habe ich mich konzentriert und es geschafft und hoffentlich kommt... Oh, und hör doch auf zu lachen, ich höre dich, meine Güte. Wenn du Aufmerksamkeit... Holy motherfucker shit, what was this? Was war das denn? Ist er noch da? Ja, natürlich. Und was denn noch sonst? Jo, da drin ist Party hard, würde ich sagen. Oh, Foxy, komm bitte angelaufen. Das passt gerade so schön, wenn die Tür links zu ist. Aber er will uns keinen Gefallen tun. Oh, Freddy, bitte. Ich biete dich. Und komm du endlich angelaufen, meine Güte. Oh, bitte, Foxy. Du warst immer mein Lieblingscharakter in Five Nights at Freddy's 2, aber... Bitte, komm endlich angelaufen oder bleib da, kannst du dir aussuchen. Aber wie creepy das aussah, wie Foxy da so den Gang entlang läuft, ey. Oh, klopft doch nicht immer. Wenn ihr was wollt, dann kommt in die nächste Schicht rein, wenn der nächste hier arbeitet. Ich meine, was gibt's in der Pizzeria zu beobachten? Und selbst wenn ihr ein Einbrecher ist und Pizza klauen will, da sind solche Mechatronics, die dein ganzes Leben ficken, ey. Come on, Baby. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Ich muss auf Foxy aufpassen. Oh nein! Oh nein! Fuck! Was sollen wir tun, wenn er rechts steht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ich bin total überfordert. Was soll man in so einer Situation machen? Ich meine, der steht nicht an der Tür. Er guckt nur in die Kamera. Oh nein. Fick dich. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gewonnen, indem wir nicht auf Foxy aufpassen müssen, aber auf... den Typen. Auf Freddy. Hä? Ich glaube, ich habe das Richtige gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher. Freddy ist von der Kamera verschwunden und irgendwer... Ich habe irgendwo mal gehört, dass man Freddy nicht sehen kann, wenn er irgendwie in der Tür ist. Und wir haben das Richtige gemacht. Fick dich, Freddy. Fick dich. Und du Hase auch. Also, die Hase und Freddy haben die Plätze getauscht. Oh, ich bitte euch. Oh, Mann, ich muss die Tür... Oh, Gott sei Dank.
Oh, ficke Facke. Ich glaube, wir können uns ein bisschen Zeit lassen mit Foxy. Es ist 4 Uhr morgens, 13%. Es sieht so grottenschlecht aus. Ich würde sagen, nach dem Versuch belassen wir es erstmal. Und ich brauche Tipps, Oh, fickende Facke, Kutz. Was laber ich hier die ganze Zeit, ey? Ich erfinde eine neue Sprache. Die Player-Gern- und Hipster-Sprache. Wer kann sie nur... Oh, fickende Facke. Ich mach zu, ist mir egal. Aber er macht mir Angst, er macht mir totale Angst. Ich muss auf die Kamera gucken und muss gucken. Oh, verschwinde doch, Freddy, Mann. Was hab ich getan? Ich schwör. Ja, dumm, kommt wieder. Es ist wieder 5 Uhr morgens, Mann, ey. Oh, bitte, 5 Uhr morgens. Ich kann auch nichts mehr machen. Mache nicht höher. Aber bitte guck nicht so scheiße in die Kamera, ey. Die ganze Zeit, die ganze... Oh, 0 Uhr. 0% meine ich. 0%. Jetzt muss ich hoffen. Ich muss hoffen. Oh, bitte, es ist die 5 Uhr. 5 Uhr war doch schon so lange. Bitte. Oh, bitte. Bitte. Ja! Wir haben es geschafft. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Five Nights at Freddy's Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Nacht werden wir die 5. Nacht ankratzen. Und mit eurer Hilfe und euren Tipps werde ich es schaffen. Bis zum nächsten Mal.